Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du im Supply Chain College vorbeischaust. Heute sprechen wir über Cross-Company IBP, also Cross-Company integrierte Businessplanung oder unternehmensübergreifendes Sales and Operations Planning. Und die Idee hatte ich, als mich Helmut Leitner, habe ich auch mit Helmut hier schon einen Podcast aufgenommen, vor ein paar Monaten mal angesprochen habe, ob ich nicht an einem seiner monatlichen IBP Sensing Calls ein Thema vorstellen möchte, und da hatte ich die Idee eben zu diesem unternehmensübergreifenden S&OP. Und ich dachte, ich stelle euch mal ein paar Folien vor, also die auf YouTube jetzt zuschauen, die sehen das auch als Foliendeck zur Begleitung, aber man kann da auch sehr, sehr gut jetzt auf der Tonspur folgen, denn es sind sehr, sehr simple Folien, die ich dazu jetzt so als Leitfaden, so ein bisschen als Struktur erstellt habe. Und ich möchte mit euch so ein bisschen die Fragen beantworten. Wie kann man denn überhaupt die Kunden- und Lieferantenzusammenarbeit verbessern? Das geht alles auch so ein bisschen über den oder um das Thema CPFR, Collaborative Planning, Forecasting Replenishment. Habe ich auch schon einen eigenen Beitrag hier auf dem Supply Chain College veröffentlicht. Es geht darum, wie können wir die Planung, die Supply Chain Planung über das Ökosystem eigentlich steuern und nicht nur in der einzelnen Firma. Was hält uns ab, unternehmensübergreifend dazu arbeiten, uns abzustimmen? Und ja, warum funktionieren diese seit Jahrzehnten bekannten Konzepte wie CPFR eigentlich in der Praxis nicht oder zumindest nur ansatzweise, dass es in vielen Branchen, Industrien eigentlich gar nicht richtig ausgerollt ist? Und da geht es dann auch um Konzepte wie Vendor Managed Inventory, Supplier Managed Inventory und so weiter. Und ich teile mal kurz meinen Bildschirm mit euch. Für die, die, wie gesagt, auf YouTube zuschauen. Und ich habe hier mal Lieferant, Hersteller und Kunde, sage ich mal, aufgemalt. Jetzt mal so eine Vereinfachung, zum Beispiel Konsumgüter, Supply Chain. Und wenn ich spreche in der Regel aus der Sicht des Herstellers. Das Magenartikel, das jetzt zum Beispiel seine eigenen Produkte herstellt, bezieht und weitervertreibt. Und was man eben hier sieht auf diesem Bild, ist, jede Firma hat eigentlich ihre eigene Supply Chain. Ne? Also der Lieferant hat die eigene Supply Chain, beim Rohmaterial angefangen, in die Produktion, eigene Lager, Distributionsprozesse, und dann der Kunde. Kunde wären jetzt wir als Hersteller zum Beispiel, und der Lieferant hat einen Forecast auf uns, auf dem Kunden, auf der Kundengruppe, auf den Materialien, die der Lieferant produziert. Und was mir eben auffällt, wenn ich so ein bisschen in den Fachrunden mich austausche, dass auch oftmals die Lieferanten Projekte gestartet haben, um eine bessere Absatzplanung durchzuführen, etc. Und die Lieferanten eigentlich in dem Fall auch ihre Absatzplanung optimieren, weil sie sagen, von den Herstellern kriege ich keine guten Daten. Die Hersteller rufen ganz anders ab, als ich es eigentlich vorhergesagt hätte. Und ich muss meine Prognose verbessern. Und da komme ich natürlich aus der Herstellersicht und sage, ja, aber wir als Hersteller wissen doch am besten, wann wir wie was brauchen. Denn unsere Supply Chain eben fängt ja auch beim Material an, was ich wiederum vom Lieferant beziehe. Ich habe dann in der Produktion eine Produktionsplanung, Mass Production Scheduling. Und wenn ich diese Daten dem Lieferant eigentlich zur Verfügung stellen würde aus meiner Langfristplanung und die Produktionszyklen etc., dann könnte doch darüber der Lieferant seine Planung wiederum anreichern und wiederum seine Produktion, Logistik, Vormaterial und so besser planen. Dann eben nochmal zurück zum Hersteller, eben Produktion, Lager, Logistik, Kunde. Wir planen wieder unseren Kunden. Bei einer Konsumgütersupply Chain könnte das jetzt als einfaches Beispiel mal ein Händler zum Beispiel sein. Ein Einzelhändler zum Beispiel, der die Produkte kauft und bezieht. Die Einzelhändler platzieren wieder Bestellungen bei uns als Hersteller. Auch da könnten wir jetzt fragen, ja, warum arbeite ich nicht mit VMI-Lösungen? Das heißt, muss der Kunde überhaupt bestellen? Kann ich nicht beim Kunden selber die Lagerbestände sehen, die täglichen Verbräuche sehen und dann daraus auch eine eigene Planung machen und meine Absatzplanung anreichern über Promotionsplanungen, Portfolioänderungen und so weiter und so fort? Und eben, das ist der Punkt, jeder Kunde, oder besser gesagt, nicht jeder Kunde, jeder Punkt in der Lieferkette, in der Supply Chain hat seine komplett eigene Planung, und meiner Meinung nach könnte man das mit den wichtigsten Partnern optimieren. Und ich möchte hier mal eine andere Perspektive bringen, vielleicht auch. Da geht es jetzt um das Thema des Score-Modells, also Supply Chain Operating Reference Modell. Und ich habe jetzt mal das alte gewählt, nicht das Digital Standard, das neue. Also Plan, Source, Make, Deliver. Und was ich hier auch mal aufzeige: Lieferanten, Lieferant, Lieferant, Hersteller, Kunde.
Und der Konsument oder Kunden des Kunden. Und auch da nochmal eine andere Darstellung, eben jeder Teilnehmer dieser Lieferkette hat eigentlich sein eigenes Score-Modell, Plan Source Make Deliver. Und mein Ansatz wäre ein bisschen, warum kann man nicht diesen Planungsschirm, wie es hier gezeichnet hatte, eigentlich über diese verschiedenen Tiers und Teilnehmer der Lieferkette spannen und sich dort eben besser ja, austauschen. Und was ihr eben auch seht, ist, ich habe hier mal das Buch, eins meiner ersten Fachbücher, was ich 2002 gekauft hatte, eingeblendet. Und wie gesagt, diese Konzepte sind heute noch gültig. Wenn ich dieses Buch heute lese, dann frage ich mich zum Teil, woran liegt es, dass wir das nicht in anderen Branchen, außer jetzt im Handel und Konsumgüterbranchen, eigentlich wirklich vollumfänglich umgesetzt haben, dieses Collaborative Planning, Forecasting, Replenishment. Und darum geht es ja heute. Hier nochmal die Zusammenfassung, so ein bisschen diese Lieferkette, die ich gerade ganz simpel versucht hatte darzustellen und zu erklären. Und meine Beispiele vielleicht auch mal dazu, und das ist alles eher im Kurzfristhorizont bezogen, sind diese Vendor-Managed-Inventory-Lösungen zum Beispiel, die ich bei meinem Getränkeunternehmen vorher gesehen hatte, dass man mit zum Beispiel großen Schweizer Einzelhändlern diese täglichen Replenishments macht und die Kunden nicht bestellen und ich dadurch auch zum Beispiel auch in der Verknappheits- oder Verknappungssituation Backorder, Out-of-Stocks, Nichtlieferungen gut reduzieren konnte. Ich habe zum Beispiel auch bei meiner Zeit beim großen Konsumgüterhersteller Unilever in den großen Fabriken mit Lieferanten einige VMI-Lösungen gesehen, sodass man zum Beispiel Ölraffinerien, die outgesourced waren, neben den Produktionsstätten hatte und dann sogar auf 10-Minuten-Buckets runtergebrochen, die Bedarfe weitergegeben hat aus der Produktion und dann so die ganzen Öltanks automatisch von Lieferanten nachgeschoben wurden oder nachbefüllt wurden in diesem Fall, ohne dass man Bestellungen platzieren musste etc. und dadurch auch eine gute, aber eher kurzfristige Optimierung beider Lieferketten der Unternehmen hatte. Ich habe bei dem CBFR-Beitrag schon mal gesagt, Medizinunternehmen, Pflegeunternehmen etc. haben zum Beispiel Sensorboxen in Krankenhäusern. Wenn die Krankenschwestern und Pfleger zum Beispiel etwas entnehmen, dann registriert es eine Entnahme und dann, wenn sich das Fach dem Ende neigt, ne, dass es leer wird, dann triggert es automatisch einen Wiederbestellpunkt bei den Herstellern oder Lieferanten. Und auf was ich eigentlich hinaus möchte, eben, man kommt von, alle Unternehmen machen ihre eigene Planung, ihre eigenen Forecasts und versuchen die zu optimieren, ohne sich gegenseitig anzureichern und Großdaten auszutauschen und diese auch zu diskutieren. Ja, die Mass Production Schedules, die Mittelfristpläne, Bestandspläne, Netzwerkpläne berücksichtigen eigentlich gar nicht diese Entscheidungen oder Constraints, die die Kunden, Lieferanten und die Partner, sage ich mal, entlang der Lieferkette haben. Und dadurch stelle ich vielleicht sogar manchmal nicht machbare, nicht umsetzbare Pläne auf und sorge dafür dann eigentlich wieder in naher Zukunft für Probleme, die ich wieder mit Firefighting lösen muss. Und worauf möchte ich eigentlich hinaus? Was wäre das optimale Zielbild? Ist es überhaupt erreichbar? Ist natürlich eine große Frage. Kann man nicht, wie gesagt, diese Mass Production Schedule als Drumbeat, ne, als Trommelschlag, als Rhythmusgeber nehmen, vor allem von den Herstellern und das eben, oder beim Kunden angefangen, zu den Herstellern, zu den Lieferanten und das so ein bisschen als roten Faden die ganzen Constraints, Stammdaten, Parameter, Logiken weitergeben, um eben ein bisschen unabhängiger von einem Forecast zu werden oder einen besseren Forecast zumindest zu erstellen. Somit kann man auch über die Ketten die Bestände optimieren, Losgrößen optimieren. Ich kann die Zyklen vielleicht sogar nochmal die Durchlaufzeiten, Vorlaufzeiten und so weiter verkürzen und dadurch eben den Kuchen für alle Beteiligten größer machen, sodass alle eigentlich eine besser funktionierende Supply Chain haben, besseren Service, bessere Kosten, niedriges Kapital bestenfalls. Und ich würde mir eben auch wünschen, dass man integrierte Businessplanung unternehmensübergreifend eben durchführt, dass man zum Beispiel in monatlichen Managementzyklen für die wichtigsten Kunden und Lieferanten auch gewisse Absprachen auf gewissen Management, auch Arbeitsebene und so weiter trifft und sich da und die Geschichte eben hinter den Zahlen erzählt. Natürlich muss das dann auch diese, nennen wir es mal Service Level Agreements oder Supplier Operating Specifications oder auch mit den Kunden gewisse Verträge, ne, müssen diese Spielregeln auch natürlich klar dokumentieren, dass sich auch jeder dran halten kann und jeder auch seine Rolle klar innerhalb dieser Kette versteht. Hier auf der nächsten Folie habe ich euch nochmal auch da mehr so systembasiert meine Lieferkette aufgezeichnet, vom Sekundärlager bis ins Haupt- oder Primärlager oder Zentrallager könnte man das zum Beispiel nennen, zu Lohnproduzenten, zu den eigenen
Produktionsstätten insofern welche hat. Und was ich euch eben hiermit zeigen möchte, ist, warum nimmt man denn nicht auch in diese Systemlandschaften die Kunden mit rein, die Lieferanten mit rein und hat so die erweiterte Lieferkette eigentlich auch in seinen Advanced Planning Systemen. Und das Zielbild sollte eigentlich sein, oder die Frage könnte oder sollte sein, wie kann ich dann mit den 20% der Kunden, die 80% meines Umsatzes oder meiner Menge, meines Volumens ausmachen, wie kann ich damit oder mit diesen besser zusammenarbeiten? In welchem Umfang sollte ich das tun? Kann ich die in die Systeme integrieren? Und das Gleiche zählt natürlich auch Richtung Lieferanten. Wie kann ich mit den 20% der Lieferanten, die 80% auch da wiederum meines Umsatzes Produkte zuliefern, sage ich mal, oder beistellen oder auch nicht nur Umsatzvolumen, man kann beides nehmen, ne? Muss jeder für sich selber wissen, hängt ein bisschen von der Branche ab und der Komplexität ab, wie kann ich mit diesen besser integriert zusammenarbeiten. Hier nochmal jetzt ein ganz anderes Bild, so ein bisschen diese Mass Production Schedule Geschichte, dass man eben die modernen Planungssysteme hat, wo man zum Beispiel in Wochenbuckets als Beispiel seine Beschaffungsproduktionsplanung durchführt. Und dann somit seine Material Requirements Plans, jetzt auf Englisch gesagt, mit den Lieferanten zum Beispiel teilen könnte und dann im Kurzfristhorizont, wo man dann das Scheduling, die Feinplanung in den Produktionsstätten macht. Dort hat man in der Regel schon Bestellungen und so weiter platziert, Ware im Zulauf, in Transit und so weiter. Dort hatte ich ja dann schon Daten ausgetauscht, weil ich ja über die Bestellung zum ersten Mal dann auch formell ein Commitment gegenüber den Lieferanten jetzt in diesem Beispiel eingegangen bin. Vielleicht zum Abschluss noch mal eine Folie Richtung einem SNOP-Zyklus. Ich habe jetzt mal eine ganz einfache Folie genommen. Absatzplanung angefangen, Demand-Planning, Local SNOP-Meetings, dann Supply-Inventory-Planning, Supply-Review-Meetings, verschiedene Szenarien, die man durchbringt, dann die Management-Meetings am Ende, um den Konsensus zu finden und die Konsequenzen, Entscheidungen zu treffen. Und was ich hier einfach mal eingezeichnet habe, um nochmal das Bild aufzunehmen, wie könnte ich in dem Demand-Planning, Demand-Review-Schritt, wie könnte ich dort für die wichtigsten Kunden die Customer-Collaboration mit einbauen. Das Gleiche dann im Supply-Review, wie kann ich eben die Supplier-Collaboration-Themen dort mit einbauen in diesem Prozessschritt. Und das muss natürlich wertschöpfen, sonst mache ich den Prozess einfach immer komplexer. Der ist an sich ja schon sehr komplex, wie ihr auf vielen Beiträgen hier wahrscheinlich von mir gehört habt. Und jetzt zuletzt, und dann zeige ich euch mal ein Bild, was wir in dem Meeting mit dem Helmut und vielen Teilnehmern ausgearbeitet haben. Das habe ich mit Helmut, wie gesagt, abgesprochen, dass ich auch zeigen kann, hat er auch auf LinkedIn geteilt. Was sind denn so die Vorteile für die Lieferanten? Was sind die Showstopper, die Hindernisse, die wir überspringen müssen, um eben mehr unternehmensübergreifend zusammenzuarbeiten? Gibt es Nachteile? Was braucht man für Voraussetzungen, was People, Process, Systems, ne, sage ich mal, betrifft? Also Systemvoraussetzungen, Prozessvoraussetzungen, siehe S&OP-Prozess zum Beispiel. Und was müssen wir als Mitarbeiter, Führungskräfte und so weiter denn für Fähigkeiten mitbringen? Das ist jetzt sehr klein, da müsst ihr wahrscheinlich ranzoomen, ne? Aber ich werde noch ein paar Highlights natürlich auch wiedergeben, vor allem für auch die, die nur auf Spotify oder Apple Podcasts zuhören. Wir haben hier mal ein bisschen gegliedert mit Hilfe von Helmut, was sind die Process Enablers, Benefits und so weiter, wie ich es gerade gesagt hatte. Und ich gehe jetzt nicht durch alles durch. Sorry, wenn ich hier immer an der Kamera vorbeischaue. Aber zum einen haben wir gesagt, natürlich braucht erstmal das Unternehmen selber schon einen gewissen S&OP-Prozess, wo man dann diese unternehmensübergreifenden Prozesse andocken kann. Man braucht die richtige Voraussetzung, was das ganze Wissen betrifft. Also ich brauche das richtige Mindset, ich brauche das richtige Prozesswissen, ich brauche das richtige operative Verständnis, ich muss die Kunden ein bisschen verstehen, die Lieferkette, ich muss vielleicht auf der Lieferantenseite, je nachdem, was für einen Shop ich, ne, in der Supply Chain habe, verstehen. Man sollte bestenfalls die gleiche Sprache sprechen, und damit meine ich jetzt nicht Englisch, Deutsch, Französisch oder so, sondern auch die Terminologie, also wie benenne ich was? Was ist für mich ein Absatzplan? Was sind für mich Abrufe? Was sind für mich verbindliche, unverbindliche Forecasts? Ich habe jetzt sehr bewusst sehr, sehr einfache Beispiele, wie so immer hier auf dem Kanal. Man sollte konsistent sein, also eine Regelmäßigkeit haben, wöchentlich, monatlich, quartalsweise, was auch immer sinnvoll ist, haben. Und man braucht vielleicht auch eine gewisse Reife für das eigenen S&OP-Prozess, bevor man überhaupt den gegenüber firmenexternen Partnern öffnet. Dann vielleicht mal ein paar Sachen zu, oder nee, bleib mal erstmal bei den Enablern. Aus der Systemseite habe ich auch schon ein paar Mal jetzt die Advanced Planning Systeme angesprochen. Man muss natürlich Datenformate und so weiter, die richtigen finden. Man muss gewisse Voraussetzungen schaffen, was ist eine Art Mini-IT-Projekt, ne? Kompatibilität schaffen und so weiter. Was hier unten unter Rules of the Game, wenn ihr das seht, niedergeschrieben ist. Das ist sehr wichtig. Da seht ihr auch sehr, sehr viele Post-its und Sticker.
Das muss natürlich top-down vom Leadership begrüßt werden. Man muss, das kostet, ist vielleicht auch ein kleines Investment, nicht nur das Wissen aufbauen, sondern auch eben systemtechnischen Investment. Gibt es ein Payback? Kann man den überhaupt messen? Fragezeichen. Da habe ich meine Zweifel. Das ist ein bisschen so auch eine Mindset-Geschichte. Der Kuchen muss für alle Beteiligten größer werden, wie ich es schon mal angesprochen habe. Das heißt, was wir hier ohne Mutual Benefit Vignette geschrieben haben, jeder muss seinen Vorteil haben. Das darf keine Win-Lose-Beziehung sein, dass die stärkere Firma der schwächeren Firma, kleineren Firma vielleicht einfach nur gewisse Sachen diktiert. Sondern man muss wirklich das Vertrauen haben. Trust, Vertrauen ist das der wichtigste Teil hier. Und auch natürlich eine geteilte Vision. Warum machen wir das überhaupt? Was wollen wir erreichen? Was ist noch wichtig? Ja, no sandbagging ist irgendwie klar. Ne? Das ist ja generell so ein Planungs-Demand-Planning-Thema und so weiter. Dass man realistische Zahlen austauscht und jetzt keine Luftschlösser, Ziele da reinbaut oder so. Und wenn das ganz klar fleckt, natürlich. Kultur, ja, ist das jetzt so wichtig so sehr? Also natürlich ist das wichtig, aber ich glaube, vieles habe ich gesagt. Vertrauen, Sponsorship, langfristiges Denken, das ist noch sehr wichtig. Ich glaube, das haben wir noch nicht gut genug gesagt. Das ist keine kurzfristige Optimierung, das sind langfristige Prozesse, wo man über mehrere Monate bis über ein Jahr hinaus, 2 Jahre hinaus, sich unternehmensübergreifend abstimmt. Dann organisatorische Voraussetzungen, Training haben wir schon angesprochen. Habe ich überhaupt das richtige Setup? Habe ich ein Supply Chain Team? Macht das der Einkauf? Macht das der Vertrieb? Vielleicht nicht so geeignet. Ne? Ich brauche so einen neutralen Vermittler. Das ist oftmals auch eine Supply Chain. Dann sollte auch Supply Chain mit Supply Chain sprechen und nicht Einkäufer mit Vertriebler, weil dann ist immer sehr, sehr viel Commercial Bias automatisch mit drin. Ich muss natürlich auch auf einem gewissen Level meine ganzen Ressourcen durchplanen, sodass ich dann auch die Details dann entlang der Kette zu meinen Partnern weitergeben kann. Ich brauche vielleicht auch manchmal hier und da ein Incentive, überhaupt diese extra Meile zu gehen. Genau. Und jetzt gucken wir vielleicht noch mal kurz auf Vorteile. Vorteile aus Kundensicht, was ich von meiner Erfahrung aus bestätigen kann, eben auch in Knappheitssituationen, wiederhole ich jetzt gerade, kann man wirklich sauber die Ware allokieren, weil dann auch der menschliche Faktor mit den Überbestellungen, der klassische die Bullenpeitsche, Bullwhip-Effekt abgemildert oder sogar zum Teil sogar eliminiert werden kann. Ich habe eine viel gesündere Inventor-Balance, ausgeglichenere Bestände, Healthy Inventory, sage ich da immer gerne dazu. Ich bin reaktiver, agiler, weil ich eben mehr Insights habe und ich auch sehe, was ist denn überhaupt möglich, anstatt nur einfach irgendwie wild hier und da Bestellungen zu platzieren, Aufträge entgegenzunehmen. Ich kann meine Kosten reduzieren, nicht nur, weil ich vielleicht auch optimiertere Bestände haben kann und die am richtigen Punkt in der Lieferkette halt und jetzt nicht einfach beim, ja, so entkoppelt, ne, wenn ich da einfach so Mauern habe zwischen Unternehmen, meine Bestände jeweils planen, sondern ich kann wirklich vielleicht Richtung richtige Multi-Echelung unternehmensübergreifende Bestandsplanung, Optimierung gehen. Ich tausche viel mehr auch aus, wie sich Portfolio ändert und warum es sich ändert, wann es sich ändert, kann dadurch vielleicht auch Obsoleszenzen, also Vernichtungen, Verschrottungen reduzieren. Habe weniger Kosten, weil ich weniger nachliefern muss, weil ich natürlich dann auch immer die Ware besser verteilt bei den Kunden platzieren kann und so weiter. Seitens Lieferant sind eigentlich ähnliche Benefits, ne? Kosten, ich habe mehr Transparenz, ich kann ein besseres Risikomanagement eingehen, ich kann auch den Kunden bessere Vorschläge machen, sodass der Kunde vielleicht auch noch Optionen ziehen kann, die vorher gar nicht diskutiert wurden, weil die Ideen gar nicht aufs Tablett, auf den Tisch kamen. Ich kann bessere Prioritäten setzen, ich kann meine Produktivität zum Beispiel besser auslasten, weil oftmals gerade Richtung Lieferanten, Rohmaterial, Verpackungsmaterial, Lieferanten etc., wird ja schon noch auch sehr, sehr stark auf die Kosten geachtet, wenn es nicht jetzt gerade irgendwelche Schlüsselprodukte sind, die sehr, sehr innovativ sind, wo es nur einen Lieferant weltweit gibt, zum Beispiel, der gewisse Produkte herstellen kann. Und so kann der Lieferant sich optimieren, vielleicht wettbewerbsfähigen Preisen anbieten und dann auch einen Teil natürlich durch die Kette weitergeben an die verschiedenen Teilnehmer. Ich glaube, jetzt habe ich schon wieder ganz, ganz viele Themen weitergegeben an euch und ich möchte es eigentlich auch dabei belassen. Ich hoffe, das Format jetzt so ein bisschen improvisiert, weil ich habe die letzten Wochenenden immer renoviert, deshalb mache ich das jetzt abends zum Feierabend mal schnell so on the fly mit meinem Remote Aufnahmeset und Mikrofon. Ich hoffe, das hat so von der Qualität alles gepasst. Und ich danke euch fürs Zuhören. Lasst doch mal eure Kommentare da, welche Erfahrungen ihr schon gemacht habt in eurer Praxis, was funktionieren kann, nicht funktionieren wird.
Und ich hoffe, wie immer, das hat euch einiges inspiriert und sagt auch mal, welchen Punkt ihr besonders hilfreich fandet und was ihr mal versuchen wollt umzusetzen in eurem Verantwortungsbereich. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Daumen da lassen, Abo da lassen, weiterempfehlen, das würde mir sehr helfen. Bis zum nächsten Mal.